Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Outcast. So, hier waren wir letztens stehen geblieben. Ich weiß es, ich habe nämlich extra noch meine letzte Aufnahme geguckt. So, ich habe bloß irgendwie gerade keine Ahnung mehr, wo ich, was ich weitermachen wollte. Aufgrund dieser ganzen Neustarts an derselben Stelle ist das immer blöd. So. Aber ich denke mal, hier in der Stadt weitermachen ist definitiv, ja, a good reason. Naja, egal. Hallo Jungs, wie geht's? Aktuelle Preise 8. Was hat der anzubieten? Das ist, glaube ich, für den Flammenwerfer. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Ja, mache ich. Tja, jetzt müssen wir mal ins Log gucken. Es nützt leider alles nichts. Mortarsar wollte ich eigentlich mal langsam angehen. Oh, da war ich noch gar nicht. Verdammte Tat. Osankar ist Iridium-Reparatur-Löcher. Ja. Gut, also müssten wir jetzt zu dem... Ja, müssten wir zu dem, ja, wo auch immer hingehen. Ich weiß es gerade nicht, ob das südlich oder westlich dieses verdammte Tor war, wo es rausgeht. Ach Mensch. Tag, Chef. Oje. Alter, ich hänge hier schon wieder in irgendwelchen Ecken. So, und immer schön vorsichtig sein mit dem Schießen, sonst geht das auch mal schnell ins Ohr. Ach, wie schön. Jedes Mal stelle ich das ein. Hier bitte die Anzeige rechts unten. Update, Steam, keine Ahnung was. Ist das wieder alles weg? Sehr schön. Ja, mein Ansehen, was sagt er? Was denken die Talaner über mich? Du hast allen geholfen, Ulukai. Die meisten werden sehr glücklich sein. Kannst du mich heilen? Möge sich mein Phantom... Wieder so einer, der hier mein Zeug verbimmelt. Gucken, der hat nichts mehr. Gut. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Der Herr Rapper. So. Ach nein, der nächste Arsch. So, naja, das war's doch schon wieder. Ach ja, so.
Stimmt, hier war ja irgendwo der... Der Schmied, nein, Fühler natürlich, Fühler. So, das hat man dem letztens schon zurückgegeben. Genau, wir müssen jetzt unbedingt erstmal nach Motasar, ist das, glaube ich. Bergbauregion. Das ist mir jetzt sowas von egal, ob hier die hier hohe Adrenalinanteil hat. Oh! Ich sehe eine noch nicht aufgeschlossene Tür. Na, das geht aber gar nicht. Welche Spinnen drinnen? Nein, sieht zumindest nicht so aus. So, nein, so. Ich werde ein wenig mehr zwischenspeichern auf verschiedenen. Auf verschiedenen Sachen, sonst kriege ich hier irgendwann echt ein zu viel. Und da renne ich schon wieder die nächsten Idioten hier rum. Da steht der Wagen wieder oben auf dem Brunnen. Ja, lieber mal auf die Ego-Sicht umschalten. Headshots. Oh, würdest du mal aus der Schusslinie gehen, du Mongo? Ey, das ist wirklich... Das ist ja wirklich echt frottig hier. So eine Pratze her. So. Tja. Da oben steht er rum. Oder ist das hier der Wasser? Jawohl, Infopreis. Ach nein, Infoproblembrunnen ist schon abgehakt. Uiuiui. Ich habe eine Weile nicht gespielt, gebe ich ehrlich unumwunden zu. Wo sind wir denn hier? So, nein, das ist. Barriere im Norden ist gefallen. Das war das letzte. Wir sind jetzt in. So, ach meine Güte, ich habe mir das echt nicht gemerkt. Ja, da sind wir richtig so. Marotis, bla. Ach, Tele möchte immer noch, dass Giso seine, dass er seine Belohnung kriegt. Ach, du ahnst das nicht, habe ich das immer noch nicht abgeschlossen. Verdammt. Wo ist Giso? Wo ist Giso? Ich glaube, er ist im Sankarburg. Geh vom Feepalast aus ganz weit nach Südwesten. Bin ich hier noch nicht im Südwesten? Nein, natürlich nicht. Da ist Süden. Ah, da ist schon dran vorbeigerannt. Verdammt. Hm.
So, na gut. Zeit, um mir noch mal ein paar Vasen zu zerdeppern, finde ich. Zumindest kurbelt der Ulukai hier die Vasenproduktion an. So, Giso, das war der so an diesem fantastisch gerenderten Fisch steht. Dichtig. Denn nicht hier? Na, also hier ist doch der Fisch. Ach, der hat letztens ja gefehlt. Ich entsinne mich, ich habe den ja gesucht. Das müsste Giso sein, oder? Genau. Ich habe den Armreif zurückgebracht. Ich habe nie daran gezweifelt, Ulukai. Was hat er gesagt? Nur, dass er sehr glücklich darüber ist, dass du ihn gefunden hast und dass er dir dafür dankt. Gut. Ich glaube, wir sind ein gutes Team, Ulukai. Du bist wirklich so aufrichtig und mitfühlend, wie ich gehofft hatte. Er hat sich bedankt und war sehr erleichtert. Er hat mir das hier für dich mitgegeben, zum Zeichen seiner Dankbarkeit, dass du seinen Familienarmreif gefunden hast. Zorkins? Jurz, nein. Das kann ich nicht annehmen. Nimm sie bitte zurück, Ulukai. Warum willst du sie nicht? Es ist nicht richtig, Zorkins für etwas anzunehmen, von dem ich hoffe, dass es jeder Talana aus der Güte seines Phantasmas heraus auch für mich tun würde. Behalte sie, Ulukai, für die Gefahren, die du auf dich genommen hast, um uns zu helfen. Danke. Ach ja, ich war so überglücklich, dich kennenlernen zu dürfen, dass ich das hier fast vergessen hätte. Nimm dieses Geschenk dafür, dass du mir Hoffnung gebracht hast. Und wenn du es im Kampf gegen Feyran einsetzt, dann wird es für mich genauso sein, als würde ich an deiner Seite kämpfen. Dynamite. Gut. Ich werde jetzt wieder speichern. Ich habe, wie gesagt, die Mission, also dieses Zurückgeben, habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gemacht. Also es ist manchmal ein bisschen putzig eigentlich. Ja, mal gucken, ich habe zwar jetzt meine Grafiktreiber wieder zurück downgrade sozusagen durchgeführt, weil ich einiges gelesen hatte. Weil es gibt nicht nur mit Outcast Probleme, es gibt in anderen Spielen lustigerweise genau denselben Grafikfehler. Naja. War das hier der Schnitzer? Grüßen? Oh, den habe ich ja gar nicht angesprochen. Verzeihung, Kumpel! Nette Musik. Ich danke dir, Ulukai. Mein Phantasma ist die Musik. Und auf diese Weise danke ich den Jods, dass sie dich geschickt haben. Mein Name ist Shadi und ich möchte dir gerne helfen. Shadi, Sadi, keine Ahnung, was Infogeschenk, Infomusik. Was kannst du mir über deine Musik sagen? Sie kommt aus meinem Phantasma, Ulukai. Ich kann die antiken Noten lesen, aber ich komponiere mit meinem Phantasma lieber neue Musik. Wenn ich doch nur nicht gezwungen wäre, mir meine Zorkins auf diese Weise zu verdienen. Gezwungen? Feyran hat keinen Bedarf für Musikmacher. Wir sind keine Bergarbeiter oder Händler, also hält er uns für wertlos und gibt uns keine Nahrungsmittel. Jeder muss für sich selbst sorgen und darauf hoffen, dass andere Talana, die an uns vorübergehen, ein paar ihrer Zorkins für uns erübrigen. Das ist hart. Ja, aber ich verdiene mir ein paar extra Zorkins, indem ich den Kriegern gelegentlich Pilam in die Kaserne bringe. Ah ja. Dieses Infomusik ist noch nicht gekraut. Was hat es mit diesem Phantasma auf sich? Du hast schon vom Phantasma gehört? Ein wenig. Jeder Talaner empfängt bei seiner Konvertierung zum Erwachsenen eines der vier Phantasmen. Die meisten erhalten das Ganda-Phantasma der Stärke. Andere wiederum bekommen das Fee-Phantasma des Kampfes. Und einige wenige werden mit dem K-Phantasma des Heilens gesegnet, das alle unsere Schamas besitzen. Und welches hast du? Ich bin ein Elue-Talana. Elue bedeutet in unserer Sprache eigentlich Wasser, aber es steht auch für Verstand und Kreativität. Das Elue-Phantasma ermöglicht es uns, Dinge zu tun, die andere nicht beherrschen. Ich sehe in allen Dingen, die mich umgeben, Musik und lasse die Jods zum Dank daran teilhaben. Na gut, sei Dank. Nochmal Musik. Was kannst du mir über deine Musik sagen? Sie kommt aus meinem Phantasma, Ulukai. Gezwungen? Feyran hat keinen... Das ist... Ja.
Ah ja, sehr schön. Na gut. Nimm das hier. Liebend gern, Ulukai. Mögen die Jods mit dir sein. Das reicht fast schon für eine ganze Mahlzeit. Naja, wir wollen ja nicht, dass er fett wird. Also 50 Zorkin reichen. So, mit dem haben wir auch schon gesprächelt. So. Da glitscht immer noch. Na los, nimm dir da der heiligen Gegenstände. Hier glitscht immer noch der Wagen rum. Wer ist das hier? Egal, gut. Also manchmal kommt er auch wieder hier runter, muss man ehrlich sagen. Aber eben halt nur manchmal. Ich habe gerade Metall rumfliegen sehen. Super Munition geordnet, gut. Ach, Outcast ist aus ein furchtbares Spiel, da will man eigentlich immer straight durchrennen und dann findet er das und dieses. Aua. Das soll man mal machen. Mensch, aus dem Weg hier. Pistole zücken, schwache Energiequelle geortet. Wo ist er wieder? Ah, er geht oben lang, alles klar. Sollen die da oben rumrennen? Das ist sowieso noch nicht wirklich sinnvoll, die weiter zu bekämpfen. Also, ich meine, es sind weniger geworden. Aber wir möchten die alle noch ein bisschen mehr bekämpfen, die Jungs. So langsam, genau, sind wir doch hier. Juhu! Dann wieder mal speichern, wie schön. Also, ich muss nach E drücken. Wunder mich gerade. Weiter bitte. Was soll's. So. Hier drüben, Ulukai. So, Gegend eingescannt und dann. Wie geht's? Ulukai, du bist nach Motasa gekommen? Das hat er mir gar nicht gesagt. Wer? Zukrüm. Wir haben schon einige Zeit nichts mehr von ihm gehört. Solltest du das Mon suchen, wird es leider hier nicht leicht für dich werden. Warum? Der Schamas, der das Versteck des Mons kennt, scheint in Schwierigkeiten zu sein. Du solltest mit dem Stammesführer von Motasar reden. Sein Name ist Ashkar. Du findest ihn in dem Arbeiterdorf im Westen dieser Region. Danke, das werde ich machen. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Ich muss jetzt gehen. Und denk dran, sprich mit Ashkar. Ashkar. Klingt wie ein Sänger von einer Black Metal Band. Na, egal, lassen wir das lieber. Nein, da müsste er Esch heißen, außerdem. So, ich renne todesmutig wieder hier in die falsche Richtung.
zu den blöden Wächterknollos, genau. Da muss ich eigentlich gar nicht hin. Stabile organische Energie geortet. Ah ja. Was haben wir denn da? Da haben wir doch wieder mal ein lustiges Lager mit dem Einwegschlüssel. So, das war's, das war's. Guten Tag, der Ulukai, der klaut dir dein Geld, aber naja. War ich jetzt schon hier oben? Ach ja, da war ich da eben gerade drin, genau. So, ah ja. Ich entsinne mich. Oh, ich entsinne mich noch mehr. Ballern wir die Jungs mal weg hier. Genau, renn ruhig in die Feuerlinie und stirb dann wieder. Da bin ich wieder der Arsch. Traumhaft. Der bläst zum Sammeln. Hier war da gerade noch irgendwo einer, der haut ab. Nein, er haut doch nicht ab, er will es wissen. So. Oh je. Hab ich das mitkriege? Nein. Sauerei. Grüßen. Was ist los? Die Minen sind dieser Monde so instabil. Mein Freund hat unten in der Nordmine gearbeitet, als er sich verbrannt hat. Was kann ich tun? Ich bräuchte zwei Phineer, um ihn von seinen Schmerzen zu erlösen. Wenn du mir welche bringen könntest, wäre ich, Zine, dir sehr dankbar. Was ist ein Phineer? Es gibt eine Pflanzenart hier in Mutasar, die aufplatzt, wenn man ihr zu nahe kommt. Sie nennt sich Gwarat. Wenn eine Gwarat-Pflanze aufplatzt, speit sie Samenkörner aus. Diese Samenkörner werden Phineer genannt. Und man kann damit Verbrennungen heilen. Was kannst du mir über die Minen sagen? Wir bauen in den Minen das Helidium für die Krieger von Feran und Kroax ab. Aber seit vielen Monden wehrt sich das Land dagegen. Es wehrt sich? Ja, die Minen brechen beinahe so schnell ein, wie wir sie graben. Lava und Feuerströme quellen jeden Mond aus dem Boden hervor. Es ist sehr gefährlich. So, und wir lassen mal den mit den Verbrennungen da am Boden liegen, zurück, wie sich das gehört. Tja, hier hatte ich letztens einen lustigen Bug an der Stelle. Denn da haben die Jungs nicht mehr weitergearbeitet. Und da hat man ein Problem, denn da geht nämlich die Quest und, also die Hauptquest auch nicht mehr weiter. Hm, war ein bisschen blöd. Und hin und wieder hängt sich auch das Spiel hier gerne auf, weiß nicht. Aber naja, ansonsten ist alles schicki. Zack. Oh. Man hat da ja irgendwas geortet. Hm.
Ich glaube, ich muss mal meine Lautsprecher ein bisschen lauter drehen. Ja. So gefällt mir das schon viel besser. Sei du auch mir gegrüßt. Aha. Wir sammeln natürlich die Heilpflanze ein. So. Hier könnten wir uns dann auch langsam wieder ein bisschen Munition machen lassen. Ja, doch. Ich sammle jetzt erstmal hier die ganzen Helium-Kristalle ein, bevor mich hier dieses Hut hier oder Hub oder wie man das auch immer nennen mag, weiter nervt. Und immer weiter die Gegend abscannt. Hier gehe ich auch schon rein. 15 Türschlüssel, also. Und natürlich die nächsten 50. Öcken. Nice. Wo sind wir jetzt? Bei 3540 Zorkins. Genau. Von 40 auf 90 hoch. So, jetzt suchen wir hier diesen, Sprecher, einer von beiden ist es, grüßen. Komm schon mal eine Sekunde her. Hallo. Du bist der Ulukai? Du bist recht klein geraten. Körpergröße ist nicht alles. Ha, ich mag dich, Ulukai. Ich bin Ashkar, der Stammesführer von Mortazar. Könntest du uns vielleicht helfen, unseren Shamascap zu retten? Was ist denn mit Shamascap? Ich habe wenig Hoffnung, die von Kroax geplante öffentliche Umkehrung von Shamascap verhindern zu können. Einige seiner hohen Krieger müssten bald schon in Mortazar eintreffen, um den Shamas nach Okriana zu bringen. Warum wollen Sie das mit ihm machen? Er wurde dabei erwischt, wie er letzten Mond ein paar Dolotai-Wächtern geholfen hat. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als du hier angekommen bist, Ulukai, hat Kroax befohlen, alle Wächter und jeden, der ihnen behilflich ist, aus Adelpha zu entfernen. Kann ich dir bei deinem Problem mit diesem Shamas irgendwie behilflich sein? Ich bezweifle sehr, dass du es mit den hohen Kriegern aufnehmen kannst, Ulukai. Aber vielleicht könnten sie ja irgendwie aufgehalten werden. Dann hätten wir mehr Zeit, um eine Lösung zu finden. Was könnte sie denn aufhalten? Es ist sehr schwierig, das Gefängnis zu erreichen. Vielleicht könntest du ja die Grabenbrücke zerstören oder sonst irgendetwas anstellen, um sie vom Shamas fernzuhalten. Wo ist denn diese Grabenbrücke? Die Grabenbrücke befindet sich sehr weit im Norden, Ulukai. Sie ist der einzige Weg, um weiter nach Norden zu gelangen. Kannst du mir mehr über Mortazar erzählen? Das gesamte Helidium in Adelpha kommt aus Mortazar. Wir bauen es ab und schicken es nach Okriana, wo es zu Waffen für die Krieger verarbeitet wird. Diese großen Löcher im Erdreich sind also Minen. Sie waren einmal Minen, Ulukai. Seit Feran die Anzahl der Talaner, die in den Minen arbeiten, erhöht hat, um sein Helidium noch schneller zu bekommen, ist das Land gefährlicher geworden. Die großen Löcher, von denen du sprichst, waren früher Minen, aber das Erdreich ist eingebrochen und hat die Talaner, die dort gearbeitet haben, unter sich begraben. Klingt gefährlich. Das ist es auch, Ulukai. In Mortazar hat es früher viele Pflanzen und wilde Tiere gegeben. Es war ein himmlischer Ort, aber in den vergangenen 1000 Monden ist dieses Land unter unseren Füßen weggestorben. Und heute ist es schwer, hier zu überleben. Da wir keine Nahrung finden können, sind wir auf die Lieferungen aus den anderen Regionen angewiesen. Ihr könnt keine Nahrung finden? Nein, darum bin ich auch so enttäuscht darüber, dass einer der Bergarbeiter Nahrung stiehlt. Was hat es mit diesem Nahrungsdieb auf sich? In der Nähe des südlichen Eingangs zum Arbeiterdorf befindet sich ein Nahrungsmittellager. Wenn ich nicht höllisch aufpasse,
Dringt sofort irgendein Bergarbeiter dort ein. Das muss ich unbedingt verhindern. Das Haus ist von vielen Gefäßen umgeben. Du weißt nicht zufällig, wo ich hier das Mon finden könnte, oder? Ich glaube, Shamas Cap weiß es. Ich fürchte, Shamas Zagi ist zu jung, um so etwas zu wissen. Was kannst du mir über Shamas Zagi sagen? Sein Phantasma ist sehr rein, Ulukai. Denn er wurde erst während der letzten Konvertierung zum Shamas geweiht. Du findest seinen Tempel im Kriegerlager im Norden, ein kleines Stück östlich des Eingangs zur Schlucht. Danke. Sei gewarnt, Ulukai. Es ist nicht einfach, dort hineinzukommen. Der Shamas ist umgeben von Kriegern. Pass auf, dass du ihren Kampf nicht in Zagis Tempel trägst und er womöglich noch verletzt wird. Was hat es mit diesem Helidium auf sich? Das Helidium hat etwas Eigenartiges an sich, Ulukai. Ich bin nur ein einfacher Ganda-Talaner. Und mein Können richtet sich nicht, wie bei den Eloi-Talanern, auf das Denken, sondern auf den Einsatz meiner Fertigkeiten im Bergbau. Feran will das Helidium um jeden Preis. Warum? Er hat herausgefunden, dass ein Fee-Talaner mit Hilfe des Helidiums sein Fee-Phantasma über große Entfernungen hinweg einsetzen kann. Das verschafft seinen Kriegern einen tödlichen Vorteil. Denn das Helidium, das wir hier abbauen, wird nach Okriana gebracht und dort zu Waffen für die Krieger verarbeitet. Minen, haben wir das nicht schon gefragt? Kannst du mir irgendetwas über die... Wir bauen dort Helidium ab, aber mittlerweile ist es nur noch tief im Erdreich zu finden. Früher lag das Helidium näher an der Oberfläche, aber diese Vorkommen haben wir bereits vollständig abgebaut. Je tiefer wir vordringen, desto instabiler wird das Erdreich. Wieso? Die großen Löcher, die du überall in Mortazar siehst, sind alte Minen, die eingebrochen sind. Jedes Mal, wenn wir eine neue Mine errichten, werden viele Talaner durch Lava und heiße Ströme verletzt, die aus dem Erdreich hervorbrechen. Also die, sag ich mal, Soundabbrecher hier sind im Spiel selber. Da kann ich leider nichts machen. Manchmal breche ich ab, definitiv, bei wiederholenden Sachen. Allerdings, hin und wieder, wie jetzt die letzte Zeit da, das macht er immer selbstständig. Da gibt es wohl doch ein Problem. Ashka, ich brauche ein großes Stück Helidium für den Leuchtturm in Cyana. Du brauchst ein großes Stück reinen Helidiums? Was ist mit dem alten Heliumstück passiert? Das weiß ich nicht genau, aber es funktioniert nicht mehr. Seltsam. Ich frage mich, was wohl damit passiert ist. Naja, hier in Mortazar haben wir jedenfalls schon seit vielen Monaten kein so großes reines Heliumstück mehr gefunden. Wenn du willst, kannst du ja mal in der Nordmine nachfragen. Sie liegt gleich nördlich des großen Felszerkleinerers. Die Krieger hätten ein Problem, wenn ihr den Helidiumabbau einstellen würdet, oder? Wenn das passieren würde, wäre ihr Waffenvorrat bald erschöpft. Und sie müssten auf ältere Waffen zurückgreifen, die mit der Zeit ebenfalls schwächer werden. Könntest du alle davon überzeugen, das für mich zu tun? Das würde ich ja gerne. Aber im Moment sind wir alle sehr um Shamas Cap besorgt. Puh, so, das war natürlich wieder jede Menge Gesprächsstoff. Hallo? Ich will hier aber eigentlich nicht mit dem quatschen, sondern es ist manchmal, spricht er hier über die Entfernung hinweg. Naja, was soll's. So, 16. Müssen wir ein wenig taktischer vorgehen, falls das Spiel mal wieder irgendwie hängen bleibt, abstürzt, damit ich hier nicht x-mal dieselbe Chose machen muss. Ich meine, macht der irgendwo Laune? Es macht Laune, aber... Da haben wir unseren Dieb. Der rennt doch erstmal davon. Na gut. Looten wir alle selber, bevor es der Dieb macht.
Ist unser Dieb hier verschwunden? Da müssen wir wieder ein Stück warten, dann taucht er auch wieder auf. So, hier winkt nur einer rum, mit dem können wir ja auch mal quatschen. Verzeihung, Kumpel! Wie geht's? Bleib da stehen! Komm keinen Schritt näher! Schon gut, immer mit der Ruhe. Ich bin Mobar und niemand bekommt mein Gui! Warum sollte ich dein Gui haben wollen? Das weiß ich nicht, Ulukai. Vielleicht warst du es ja, der mein Thorn H entführt hat. Und jetzt bist du gekommen, um auch noch mein Gui zu holen, damit du das Thorn H im Zaum halten kannst. Ich brauche dieses Thorn H, um Wasser auszuliefern. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Wann ist dein Thorn H verschwunden? Erst vor kurzem. Als ich zurückkam, um es mit einem Hoti zu füttern, war es verschwunden. Warum gibst du mir nicht einfach dein Gui und ich hole es für dich zurück? Nein, ich traue dir nicht. Du willst mir nur mein Thorn H stehlen. Also gut. Wie wär's denn, wenn ich hier auf deinen Karren aufpasse und du nach ihm suchst? Nein, ich traue dir einfach nicht. Du wirst all mein Wasser trinken, ohne zu bezahlen. Jetzt hör mal, Mobar. Wie zum Teufel willst du denn so dein Thorn H zurückkriegen? Na, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde mich nicht von dir ausrauben lassen. Was ist ein Hoti? Eine kleine Frucht, auf die alle Thorn H ganz versessen sind, besonders meins. Sie wächst nur auf den Bäumen der Region Okar. Und bei meinem letzten Besuch in Okriana habe ich gleich welche davon gekauft. Fressen Sie sie? Oh ja! Mit Hotis kannst du Thorn H aus der ganzen Umgebung anlocken. Wenn sie die Hotis erst einmal gewittert haben, sind sie nicht mehr zu bremsen. Dann geht man ihnen besser aus dem Weg. Ja, ein witziger Mensch. Nein, Mensch kann ich auch nicht sagen. Hoppla, da hat er gerade was fallen lassen. Weil ich meine Wasser austrinken und... Das muss dann hier wahrscheinlich eine Fata Morgana sein. So, ist der Knöllchen nur endlich mal wieder da, ja? Da steht er. Mal gucken, ob wir ihn mal erwischen. Nein. Da werden wir uns wieder mal auf die Lauer legen müssen mit dem Infrarotfernglas. Infrarot-Quatsch, X-Ray ist das ja eigentlich. So. Natürlich, jetzt macht er wieder nichts, dieser Idiot. So, na, eigentlich haben wir ihn ja nun dieses Mal hier erwischt. Komm schon mal eine Sekunde her. Ich habe dich beim Stehlen überrascht, Freundchen. Du musst mich gehen lassen, Ulukai. Die anderen verhungern sonst. Wovon redest du? Die Arbeiter in den Minen bekommen jeden Mond nur eine geringe Menge Nahrungsmittel. Wir brauchen mehr. Warum geben sie euch nicht mehr zu essen, wenn ihr doch für sie arbeiten sollt? Bevor du auf Adelpha angekommen bist, war es nicht so schlimm, Ulukai. Aber seitdem gibt es kaum noch Nahrungsmittel. Und die Krieger behalten das, was übrig ist, für sich. Bitte. Verrate mich nicht, Ulukai. So, ich lasse ihn laufen. Warum? Ich wüsste nicht, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Danke, Ulukai. Bitte nimm dies als Zeichen meines Danks. Was ist das? Ein Schlüssel zu einem der Lagerhäuser der Krieger. In der Gegend von Mutasar gibt es mehrere verschlossene Lagerhäuser, in denen die Sachen aufbewahrt werden, die den Talanern weggenommen wurden. Wenn du noch weitere Schlüssel findest, solltest du versuchen, dir Zugang zu verschaffen und nachsehen, ob du etwas findest, was dir nützlich sein kann.
So. Tja, ich würde sagen, ich gehe mal hier zum Fühler und lass mir mal ein bisschen was herstellen. Kommst du mal eine Sekunde her? Sei gegrüßt. Ich wünsche dir einen guten Mond, Ulukai. Wir freuen uns über deine Ankunft. Ich bin Lor, ein Fühler. Brauchst du vielleicht meine Hilfe? Welche Art von Hilfe meinst du? Ich kann nicht nur Waffenenergie für dich erzeugen, sondern dir auch auf andere Weise behilflich sein. Ach ja? Solltest du es noch nicht wissen, Zogard ist der oberste Minenarbeiter hier in Motazar. Vielleicht kannst du ihn dazu bringen, dir dabei zu helfen, die Krieger zu schwächen. Wirklich? Er liebt es, Minen zu graben. In Motazar wird immer in zwei Minen gleichzeitig gearbeitet. Die letzte, die er gegraben hat, liegt östlich des Arbeiterdorfes und liefert viel Waffenhelidium. Wenn du Zogard irgendwie davon überzeugst, diese Mine zu zerstören, könntest du die Krieger auf diese Weise schwächen. Wird das reichen? Ja, so, wieder mal ein bisschen Uzi-Munition. Wird das reichen? Ja, wird das reichen? Ja, Uluka. So. Ashkar sagte, dass ich hierher kommen und nach einem großen Stück reinen Helidiums fragen sollte. Ich würde dir helfen, Ulukai, aber unser Freund hier hat starke Verbrennungen. So, na, dann wollen wir ein bisschen das Zeug suchen. Und zwar befindet sich das hier bei diesem Durchgang zur Schlucht, wo die Brücke ist. So. Die Brücke können wir nämlich erstmal lahmlegen, damit die hier nicht an diesem Krieger da kommen. Das hat mich wieder selber erwischt. Tja, und das sind diese lustigen Pflanzen hier, die hier so aufplatzen. Berg in der Optik. Katamir.
Was diese Fenea betrifft. Ja, Ulukai? Ich habe ihr zwei für dich. Den Jod sei Dank. Du bist wirklich von ihnen gesandt. Wie lange wird es dauern, bis es wirkt? Nicht sehr lange, Ulukai. Ich werde ihn jetzt so gut ich kann behandeln. So, und jetzt sehen wir wieder die erstaunliche Heilung einer Person. So, und jetzt fragen wir ihn doch nochmal nach unserem besseren Freund. Wird dein Freund wieder in Ordnung kommen? Sein Phantasma wird sich mit der Zeit wieder erholen. Keiner, der heute hier war, wird je vergessen, was du getan hast. Wenn du jemals Hilfe brauchst, komm zu mir, Ulukai. Ich werde mich bei dir revanchieren, wenn ich kann. Großes Lithiumstück finden, na, Revanche? Ashkar sagte, dass ich hierher kommen und nach einem großen Stück reinen Helidiums fragen sollte. Ein großes Stück? Ja. Tja, wir haben vor kurzem diesen seltsamen Fels freigelegt, aber wir haben ihn noch nicht geborgen. Lass uns mal sehen, was in ihm steckt. In Ordnung? Gut. Gib uns etwas Zeit, um ihn zu bergen. Dann werden wir ihn zum Felszerkleinerer bringen. Dort werden wir dann sehen, ob er reines Helidium enthält. Wozu brauchst du es? Ich will den Leuchtturm von Cyana reparieren. Ah, dann solltest du den Helidiumschnitzer in Okriana aufsuchen. Sein Name ist Azirat. Sein Vater war derjenige, der die erste Leuchtturmlampe erschuf. Du musst ihm das Helidium bringen, damit er es zurechtschnitzen kann. Danke. Naja, eine Info über den Felszerkleiner können wir uns schenken. Den haben wir ja gesehen. Vier Idioten schieben am Rad. Einer legt das vorne unterm Hammer und dann fällt der Hammer runter und zertrümmert den Felsen. So, jetzt müssen wir mal warten, bis er hier irgendwas ausgebuddelt hat. Dann dorthin bringt und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Sonst freue ich mich doch wieder tierisch und ein Loch im Bauch freue ich mir dann noch zusätzlich. Denn dann heißt es wieder neu laden. So, das Ding arbeitet noch, wobei da steht schon wieder einer rum und macht nichts. Ah, super, oder? 1, 2, 3 schieben, naja. Ah ja, noch, sie arbeiten noch gut. Glück gehabt. Bäm. Ja, das ist wirklich eine super Maschine. Eine Nockenwelle in groß sozusagen. Bäm. Schlüssel geortet. Ist doch kein Schlüssel. Genau, da steht es jetzt auch drinne. Hauptquest. Sehr schön, sehr schön. So, aber wie es da weitergeht, das werden wir das beim nächsten Mal sehen, denn hier werde ich jetzt mal speichern. Hier an diesem kleinen Gerät speichere ich und ja, verabschiede mich schon mal und sage dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Woche, wie auch immer. Bis dahin. Tschüssikowski.